Liebe Naturfreunde, wir haben uns in Unterlam entschieden, eine Streuobstbaumaktion durchzuführen. Dies ist unser erster großer Schritt zur Verwirklichung unserer Vision Mensch und Natur im Einklang. Streuobstbäume liefern einen außergewöhnlichen Beitrag zu unserer biologischen Vielfalt. Sie sind ein tolles und gesundes Lebensmittel. Obst versorgt uns mit lebensnotwendigen Vitaminen. Aber wie pflanze ich einen Streuobstbaum richtig? Ein ganz wichtiger Punkt ist die Standortfrage. Der Baum braucht genügend Licht und viel Platz. Man bedenke, die Krone eines ausgewachsenen Baumes kann bis zu 10 Meter erreichen. Zum Pflanzen eines Baumes benötigen wir einen Gartenspaten, eine Gießkanne mit 10 Liter Wasser, einen Baumpfahl zum Fixieren und einen Stammschutz. Des Weiteren benötigen wir 2 Kabelbinder und einen Hammer. Das Loch, in welches wir den Baum pflanzen, sollte circa doppelt so groß sein wie die vorhandenen Wurzelballen. Danach geben wir den Baum in das Erdloch. Dann füllen wir jenes mit Erde auf. Im Anschluss gießen wir den Baum mit ca. 10 Liter Wasser, damit die Wurzelballen nicht austrocknen. Jetzt geben wir den Stammschutz um den Baum. Dieser kann je nach Belieben auch noch gekürzt werden. Im nächsten Schritt schlagen wir den Baumpfahl zum Fixieren ein. So, jetzt haben wir es fast geschafft. Jetzt fehlen nur noch die 2 Kabelbinder. Diese benötigen wir, um den Baumpfahl und den Stammschutz miteinander zu verbinden und somit den Baum zu fixieren. Wir gratulieren dir zur Pflanzung deines Streuobstbaumes. Viel Freude damit! Und so einfach pflanzt man einen Baum.